Gut, ne? So Leute, wie ihr schwer und schwer erkennen könnt, wir sind in einem Bunker bzw. in einem Stollensystem. Und ich kann euch auf jeden Fall eins sagen, die Bude ist riesig. Absolut riesig. Ja, ich weiß. Wir sind hier auf jeden Fall eine Stunde unterwegs und heute bin ich mit dem lieben Auftrag Geschichte unterwegs. Natürlich, bei sowas darf Auftrag Geschichte nicht fehlen. Exakt, genau. Und ja, erstmal herzlich willkommen zu einer neuen Folge Relikte der Vergangenheit. Und wir haben heute die einmalige Gelegenheit, einen Bunker aus dem Zweiten Weltkrieg zu bestaunen, muss man schon fast sagen, weil die Anlage ist wirklich riesig. Und wir werden uns jetzt einen kleinen Überblick verschaffen und dann gehen wir mal gemeinsam den Bunker lang. Hallo. Hi. Hallo, okay, er hat keine Zeit. Er ist, glaube ich, gerade freudig erregt. Und schaut euch mal an. Der Bunker ist aus dem Zweiten Weltkrieg, aber er sollte bzw. wurde einer Nachnutzung zugefügt. Das sieht man hier an diesen, man dachte dazu, Elefantenbeton. Schaut mal. Aber wir bauen jetzt erstmal die Anlage auf, unser Equipment auf und dann melde ich mich gleich nochmal wieder. Also bis gleich. Ich will dich auch einfach mit drauf haben. Ja, gerne, gerne. So, wir sind in einem Luftschutzbunker aus dem Zweiten Weltkrieg. Und Leute, wir werden uns jetzt aufteilen, weil er dreht natürlich seinen eigenen Teil und ich drehe meinen YouTube-Film und ich hoffe, dass er gleich hier die Gasmasken, die hier direkt am Eingang liegen, nicht übersieht. Ich zeige sie euch direkt. Schaut mal hier, da liegt noch eine alte Gasmaske aus dem Zweiten Weltkrieg und wir gehen jetzt mal in die Anlage rein. Und ich kann euch jetzt schon mal verraten, das wird eine gute Begehung. Ich habe die Anlage schon auf Fotos gesehen. Also es ist wirklich eine einmalige Gelegenheit, dieses riesige Bauwerk zu erleben. Und hier waren damals die Fächer für die Munition. Insofern es der militärisch genutzte Bereich war, das werden wir gleich erfahren, weil dieser Bereich bzw. der Bunker wurde nicht nur militärisch genutzt, sondern es gibt auch einen Zivilschutzbereich und deswegen kann ich es euch jetzt gerade nicht sagen, wo wir uns gerade befinden, aber ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Was direkt auffällt, es gibt links und rechts keine Befestigungen für die Sitzgelegenheiten. Und schaut mal hier, da sieht man einfach, wie lange dieser Bunker unberührt ist und hier Stalagmiten sich entwickeln konnten. Schon fast wie so eine alte Bahnlinie mit diesen Ausbuchtungen. Das ist schon bemerkenswert. Hier waren die Lampen dran und die Rohre für die Belüftung. So ein großes Bauwerk musste natürlich auch bewettert werden, insbesondere natürlich, wenn draußen Luftangriffe herrschen. Und hier sehen wir überall die Nachnutzung. Und deswegen waren halt oben in der Regel Metallrohre. Sehen wir noch sogar ein Relikt aus vergangenen Zeiten, einen alten Spaten. Und es macht immer Sinn, ja Martin, du weißt es, auf den Boden zu schauen. Du hast ja das sehr gut gemerkt. Und hier, das könnte noch alter Wehrmachtsbeton sein. Das ist schon krass. Schaut euch mal hier die Auswaschungen an. Der ist richtig nass. Krass. Also wir haben uns jetzt getrennt. Wir sind zu dritt heute unterwegs. Der Ferenc, der Mäcki und ich. Und wir erwarten gleich noch zwei, drei andere Freunde. Vielleicht kommt Oliver sogar noch.
Je nachdem, ob er Zeit hat, wird er uns auch noch beglücken. Und hier haben wir die erste Gasschutztür. Ich gucke gleich mal, ob ich auch recht habe. Aber vorher schauen wir uns hier mal diesen alten Stuhl an. Gibt es hier irgendwas mit Farbe? Irgendwelche Relikte? Irgendwelche Metallstangen oder Splinte? Das sind die Rohre wahrscheinlich für die Belüftung. Und hier, das könnte eine alte Ölwanne oder ein Ölfass gewesen sein. Und nochmal der Blick zurück. Und ihr seht, ich bin komplett alleine gerade. Ja, das ist eine alte Gasschleuse. Hier war eine Bunkertür drin. Man sieht auch noch den Sturz, den Rahmen, Teil des Rahmens. Nee, das ist der Sturz, das ist tatsächlich der Sturz. Und hier hat man die Tür einhängen können. Und hier war noch eine zweite Tür drin. Das ist krass. Warum hier links der Durchgang kleiner ist und rechts größer? Vielleicht, um Dinge reinzutransportieren. Vielleicht war der Boden auch früher tiefer, weil wir sehen ja hier ist Erde eingebracht worden und hier ist tatsächlich Ende. Schau mal, das sind Mücken, die versteinert sind. Boah. Boah, das ist schon bemerkenswert. Und hier, schaut mal. Oh, der wird sogar noch nach oben gehen. Wer weiß, was da noch ist. Ich denke, das ist für die Belüftung. Aber genau kann ich es euch nicht sagen. Ja, also. Definitiv schon mal ein spannendes Bauwerk. Aha, das ist hier auf jeden Fall die Nachnutzung. Häufig wurden solche Anlagen ja benutzt, um im Kalten Krieg dann auch noch einsatzfähig zu sein. Zum Beispiel der große Dortmunder Bunker, den ich auch begangen bin vor einigen Jahren. Die könnt ihr bei mir auch im YouTube-Video sehen. Den hat man auch versucht oder den hat man teilweise auch in einen Kalten Kriegbunker umgebaut, aber der hier hat halt den Ausbau aus beiden. Schaut mal hier, das könnte auch noch irgendwas von einer Gasmaske sein. Da. Also es lohnt sich immer auf den Boden zu gucken. So, und wie ihr wisst, ich habe mir die Osmo 3 gekauft und häufig wird halt gefragt, wo man das Zeug herkriegt. Also ich habe eine kleine Übersicht erstellt bei mir in den Videobeschreibungen. Dort steht mein Equipment drin, von der GoPro, von den Taschenlampen, von der Osmo jetzt auch. Da könnt ihr gerne mal reingucken. Also wenn ihr Interesse an diesen Sachen habt, könnt ihr die gerne über die Affiliate-Links kaufen. Damit unterstützt ihr den Kanal zusätzlich. Es gibt auch mittlerweile über 40 Kanalmitglieder. Da möchte ich mich mal bei jedem Einzelnen bedanken, weil das ist nicht selbstverständlich, dass ihr mich supportet. Dafür vielen Dank. Das Geld fließt auch immer fleißig in die Touren, damit ich weitere Anlagen zeigen kann, die sonst keiner zeigt oder selten jemand da war. Und schaut mal hier. Das sieht schon echt wie aus einer anderen Welt aus. Und das ist richtig hart, das ist nicht weich. Erinnert mich schon fast an den Ostwall. So, und ich werde mich gleich wieder melden. Also hier an dieser Stelle habe ich mich gerade von Mackie und Ferenc verabschiedet. Und schaut mal hier, das sieht so krass aus. Das ist wie so ein, ja, wie ein Elefantenkörper halt. Man hat die in Beton an die Wand gespritzt, damit das Geröll befestigt wird. Und hier ist tatsächlich direkt die spannendere Ecke von dem Bunker. Und schaut mal hier. Boah, das ist ja. Oh ja, wir machen mal ein bisschen Gegenlichtspiele. Oh.
Oh. Und? Oh, geil. In diesen Räumen muss Ruhe und Ordnung herrschen. Und schau mal. Über der Tür. Und vielleicht. Ah, genau, zum Zivilstollen. Ich hab's mir schon fast gedacht, es hätte auch der Bereich für die Munition sein können, aber es ist der Zivilstollen. Und schau mal. Das ist wirklich noch richtig am Leuchten. Und wo sieht man das mal, dass der Schriftzug zum Zivilstollen da ist? Habe ich tatsächlich so noch nie gesehen. Und ich habe, wie ihr wisst, schon einiges gesehen. Boah, der Lüfterraum. Das ist richtig toll. Hier waren damals die Lüfter und die Filter aufgestellt. Filter, um die kontaminierte Luft in das Bauwerk zu leiten und hier Frischluft für die Personen, Soldaten, aber auch Zivilbevölkerung zur Verfügung zu stellen. Und hier, das sind die Filter, häufig von Dräger oder Auer. Und dass die heute noch hier sind, leider vom Zustand her, ist jetzt selber ordentlich ramponiert. Und da sieht man wirklich, wie lange diese Anlage schon leer steht. So, 79 Jahre ist jetzt das Kriegsende. In der Regel wurden diese Anlagen ab 1942 gebaut. Manchmal auch schon früher, je nachdem welche militärischen Nutzen oder Zivilschutznutzen diese Bauwerke hatte. Das ist schon krass, Leute. Also ich bin begeistert. Ich bin wirklich begeistert. Tolle Anlage. Wirklich eine tolle Anlage. Und gerade hier muss man auf den Boden gucken. Hier könnte immer noch was liegen, was viele vor uns nicht entdeckt haben. Das Kabel. Und ihr wisst, normalerweise sind Kabeldiebe schon vor uns da gewesen, aber hier waren sie gnädig und haben die Kabel noch drin gelassen. Vielleicht sind es aber auch Aluminiumkabel. Und hier seht ihr direkt ganz andere Bauweise. Und mal gucken, vielleicht haben wir auch einen Sanitätsbereich. Und hier, das ist auch sehr spannend. Und nochmal, das ist schon... Leute, ich möchte nicht wissen, was die Anlage alles miterlebt hat. Und schau mal hier, Kommando der Schutzabteilung Luftschutz. Ich kann es aber nicht genau lesen. Vielleicht könnt ihr es lesen. Hat man auch aufgebrochen. Ein kleiner Raum hier. Hier gibt es noch alte Wandbemalungen, 3,02 Meter. Und hier nochmal eine Tür. Oder hier oben, das habe ich so auch noch nicht gesehen. Schaut mal, ich hole euch mal ein bisschen näher ran. Das ist ein Fächer für die Luft. Und leuchtet auch. Oh, die ganze Wand leuchtet. Leute, wenn diese Räume reden könnten. Und schaut mal, hier gab es Durchschüsse. Vielleicht wurde hier sogar gekämpft. Und Alter! Guckt euch das an. Hier wurde hundertprozentig gekämpft. Alter! Das ist wirklich krass. Oder auch. Mal schauen, ob hier auch das Feuer erwidert wurde. Das sieht aber nicht so aus. Schaut euch das an. Alter. Ja, Olli ist da. Na, Olli? What's up? Mega Anlage. Gerold, mega Anlage. Fabi, na? Bist mega. Du mittlerweile im Knast? Nee, noch nee? Nicht. Gerold. Geile Anlage, oder? Aha. Hammer.
Ja, freue ich mich immer wieder, die beiden zu sehen. Ach, herrlich, Leute. Ja, die haben es tatsächlich noch geschafft. Verkehr war schwierig, aber wir haben es dann noch geschafft. Und hier ist auch alles voll, oder? Ja, hier ist auch alles voll. Schaut mal, hier die Bordüre abgesetzt wieder. Und die leuchtet wahrscheinlich auch komplett. Ja. Mega. Leider, die Türen sind hier nicht mehr vorhanden. Hier war wahrscheinlich eine Bank oder so drin. Boah. Hier ist auch wieder eine Tür, aber vielleicht könnt ihr es lesen. Und häufig. Es ist ja so, dass diese Gläser ein Datum drauf haben, aber dieses leider nicht. Und hier gibt es alles. Es ist ein bisschen wie der Bunker in Nürnberg. So ganz leicht. Und ich lade das mal auf für euch. Und jetzt mal. Boah, das ist. Also, das ist schon nach so einer langen Zeit, ist das schon bemerkenswert. Auch hier gibt es Einschüsse. Mal gucken. Oh, aber die Bahn. Schaut mal hier, gibt es auch Durchschüsse und Einschüsse. Mega. Lotsendienst? Könnt ihr es lesen? Botsdienst? Adsdienst? Boah. Und hier, wäre fast draufgetreten. Gasmasken. Hier liegt alles voller Gasmasken. Das ist der Filter mit der Aktivkohle. Wie geht's dir, Bruder? Komm her. Alles gut. Also, ich hab was Schickes. Ja? Ja, warte. Diesmal da. Steuerpersonen durch uns. Warte mal, neben dem Verein. Das gibst du mal in deinem Wort wieder? Ja, hier haben die Franzosen. Wir haben zwei Franzosen. Zwei Personen durch Franzosen hingerichtet. Hammer. Mit Salzsäure. Nein. Doch. Im Zweiten Weltkrieg? Ja. Mit Salzsäure? Ja. Warum sind die Einschussspuren? Weiß man das? Ja, hier drin wurde gekämpft. Wurde hier drin gekämpft? Aber nur in eine Richtung, ne? Von hier nach außen. Ja. Und das bedeutet, die haben sich wahrscheinlich nicht gewehrt hier drin, oder? Nein. Das bedeutet, man ist hier quasi stürmend reingegangen. Guck mal, hier oben ist auch noch einer, ne? Ja, mehrere, oder? Ja. Ne, das sind. Doch, das sind auch welche. Alles. Krass. Da oben ist auch Rost drin. Aha. Aber wir konnten leider nicht viel finden über. Ob hier, weil sie findet man die Patronen noch? Ob das glaubst du nicht? Ja. Sein Sohn da. Alter! Geil. Dann werden die wahrscheinlich noch mehr liegen, wenn man ein bisschen sucht. Alter. Boah. Oh! Zeig mal nochmal. Nimm mal mit. Zeigen wir mal. Also ihr seht, hier sind noch viele Relikte aus der damaligen Zeit. Auch Geschirr. Und hier wurde auf jeden Fall gekämpft. Stuttgarter Hofbräu. Stadtverwaltung. Ah. Mal gucken, was wir hier. Keine Ahnung. Aber hier, ey, das ist halt ultra sauber noch alles. Und Mackie hat tatsächlich hier Jahre gewartet, bis er hier in die Anlage rein konnte. Und es ist auf jeden Fall positiv, dass wir
zueinander gefunden haben. Weil wir ergänzen uns wirklich sehr gut. Wir waren heute zusammen klettern. Hast du was gefunden? Noch eine Patrone? Ach, dann noch eine Patrone. Heftig. Aber überlegt mal, Leute. Das ist wirklich ultimativ. Wehrmachtskommandantur. Schaut euch das an. Und hier, die Bretter, die wir gerade gesehen haben, waren nicht zum Aufsetzen. Das war entweder Kabelkanal oder halt Kabel, Brett, also Brett zum Kabel drauf montieren. Ja, ist nur zum drauf montieren, ist nicht hohl. Und hier waren noch Getränkehalter. Aber das ist bemerkenswert, Leute. Das bedeutet, es gab eine militärische und eine zivile Nutzung. Und immer auf dem Boden. Das haben wir gerade fast übersehen. Oh, Werksluftschutzortstelle. Alter, das ist mit einer der besten Bunker, die ich jemals erkundet habe. Ja. Toiletten. Und Becky, was sagst du? Hammermäßig geil. Also hast du die Gasmaske schon gesehen? Ich habe mehrere schon gesehen. Was? Ich habe mehrere schon gesehen. Ja. Mhm. Wo, weiter hinten oder was? Auch, ja. Aber nur, also zerfledderte. Ja, genau. Hier war auch nur noch der Filter. Hast du die Patronen gesehen? Was? Die Patronen? Hab ich gerade gebracht gekriegt. Ja. Das ist ja aber das. Ne? Also der Bunker ist wirklich hammermäßig. Ja. Und diesen Bericht dazu, den hast du auch gesagt. Also jetzt mit den Franzosen, die in Salzsäure aufgelöst werden sollten, oder? Nee, hier sollte auch Wehrmachtssäure angeschossen wurden. Nee. Die haben doch gerade diesen Bericht gehabt. Wo sind die Jungs? Was stand da? Leute, es lüftet sich so langsam das Geheimnis. Also es... Alter! Schau mal. Es ist wie damals. So, Mäcki recherchiert gerade. Auf jeden Fall Aluminiumkabel. Schaut mal. Das ist, deswegen waren die Kabel, die bin ich hier. Das ist Aluminiumkabel. Das ist wertlos. Oh. Schade. Hier. Vorne, wo die Tür war mit den Anschlusslöchern. Als die aufmachten, die Türen, lag da ein Haufen Chlorkalk, das ist ja Entgiftungsmittel der Wehrmacht, ne? Und darunter halt so eine komische Masse, undefinierbar. Und dann stellte sich raus, es waren zwei erschossene Wehrmachtssoldaten. Die haben wir einfach mit Chlorkalk zugedeckt und dann da quasi verwesen lassen. Also man hat Erkennungsmarken gefunden, dass durch den Zivilschutz, als der rein ist. Also die Franzosen haben sich mitgeteilt, dass die hier halt Wehrmachtssoldaten erschossen haben. Ja. Also die werden umgebracht worden sein von denen. Ja. Die haben nichts gesagt. Das heißt, die Familien haben erst Gewissheit über den Tod dieser, also ihre Angehörigen gehabt, als der Zivilschutz hier rein ist und die Erkennungsmarken halt gefunden hat. Ach krass. Das bedeutet, es sind hier keine Franzosen mit Salzsäure umgebracht worden, wie Oliver gerade gesagt hat. Wehrmachtssoldaten durch die Franzosen, die dann mit Chlorkalk überkippt wurden. Krass. Und die Einschüsse sind von den Franzosen dann wahrscheinlich, als sie hier die Anlage gestürmt haben. Wahrscheinlich, um da reinzukommen. Hast du ganz hinten die ganzen Einschüsse auch in der Wand gesehen? Ja, genau, richtig. Da sind die durchgeschossen und da lag das wohl drin. Boah, das ist krass. Heftige Story. Heftig, ne? Heftige Story. Weißt du, in welchem Jahr man die gefunden hat? Direkt nach dem Krieg, oder? Nee, als der Zivilschutz hier war. Also es muss länger nach dem Krieg gewesen sein. Kriege ich jetzt noch, bringe ich noch in Erfahrung. Alles klar, dann blenden wir das jetzt wahrscheinlich mit ein. Ja, es heilt. Ja. Ja. Was meinst du, wie gut ist das bei dir? Super. Echt? Ja, das wird schon gehen. Schaut mal hier.
Ihr seht, wie riesig die Anlage ist. Mackie macht sich tatsächlich Sorgen wegen des Halts, aber ich glaube, es ist zu verkraften, Leute. Aber die Anlage ist einfach unbeschreiblich. Und sie ist überall weiß gestrichen, damit man wenig Licht braucht. Und an neuralgischen Punkten gibt es überall diese illuminisierende Leuchtfarbe. Boah. Und ich brauche hier wirklich ganz, ganz wenig Licht, um das hier auszuleuchten. Also wie gesagt, wenn man sich in dieser Bunker reden könnte, hier ist auch diese Gasmasken, die ihr meint wahrscheinlich, also die Reste davon, die Augenringe. Und alles natürlich komplett vergammelt. Hier ist der Filter und wahrscheinlich ist der leer von unten. Ja, genau, der ist leer, weil hier liegt die Aktivkohle. Willst du es sagen oder soll ich es nochmal sagen? Was denn? Was hier passiert ist? Du. Also wann? Du. Ich hoffe, man hört mich so. 1945 haben die US-Amerikaner die Eingänge gesprengt. Danach wusste keiner mehr was von der Anlage. Man hat die dann 1979 wiederentdeckt, weil man suchte Standorte für den Kalten Krieg. Und 1979, also 1945, wurden die Soldaten hier erschossen. Und 1979 hatten die Familien dann erst Gewissheit bekommen, dass ihre Angehörigen in den letzten Kriegstagen ums Leben gekommen sind. Aber dann sind die Leichen ja hier schon komplett mumifiziert bzw. Ja, das war nur noch eine Masse, eine undefinierbare Masse unter Chlorkalk. Und da hat man dann Analysen gemacht und hat diese Erkennungsmarken gefunden. Und wofür nutzt man Chlorkalk? Entgiftungsmittel. Ist hier, willst du mal gucken, hier ja. Chlorkalk? Leute, das ist ja unvorstellbar, die Geschichte dazu. Schau mal hier. Das ist eine Gasmaske von der Wehrmacht, ja. Auch im Zivil- oder Luftschutz damals benutzt. Das ist der Filter, das ist das Stück, was an die Gasmaske kommt. Das sind die beiden Scheiben, also wo ihr durchguckt. Und das ist so ein Behälter mit Wehrmachtsentgiftungsmittel. Ach. Und das kann auch, ich weiß jetzt nicht, ob es Chlorkalk ist, aber Chlorkalk ist zum Entgiften da. Könnt ihr natürlich auch mit konservieren irgendwas Kalk halt, ne, was man damit macht. Und damit haben die einfach zugedeckt, dass die nicht sofort anfangen zu stinken. Ah. Und dann hat man das gesprengt und dann war das Ding weg. Deswegen hat man auch in den Massengräbern häufig Kalk reingetan, ja, ne? Genau, ja. Damit es nicht stinkt und so weiter. Ja. Krass. Also Leute, ihr seht selber, Geschichte pur. Ist eine der krassesten Anlagen, oder? Absolut. Also dafür, dass das im Prinzip, also so eine Anlage ist in Deutschland, möchte ich sagen, einzigartig, so wie sie ist. Also ich habe keine zweite gesehen, die so aufgebaut war und wo immer noch so die Originalbeschriftung drin ist. Vor allen Dingen, was hier stattgefunden hat. Also die Einschusslöcher sind noch zu sehen. Ja, meine Freunde, da würde ich gerne direkt mal einhaken, denn der Mackie hat natürlich absolut recht. Das Bauwerk ist wirklich einmalig und weil Olli gerade ein bisschen was erzählt hat und Mackie jetzt ein bisschen was erzählt hat, habe ich natürlich im Nachgang auch ein bisschen recherchiert, damit ich euch ein bisschen Hintergrundinformationen über dieses Bauwerk geben kann. Und zwar, es ist auf jeden Fall ein interessanter Schutzbau, weil er auf der einen Seite den Zivilschutz hatte, auf der anderen Seite aber die Wehrmachtskommandantur. Da sind wir auch gerade drin in dem Bereich. Am Anfang des Videos habt ihr den Zivilschutzbereich gesehen und dazu vielleicht noch ein ganz kleines Wort. Dieser Bereich wurde nach dem Krieg 1979, also in den 1970er Jahren, umgebaut zu einem Bunker für die Zeit des Kalten Krieges. Sprich, er wurde in einen Atomschutzbunker umgebaut. Vielmehr muss man eigentlich sagen, man hat damit angefangen. Grundsätzlich hatte man einen Budgetbedarf von knapp 1 Million D-Mark damals berechnet. Und alleine die Ausführung des Elefantenbetons, sprich Spritzbeton, hat knapp 1 Million D-Mark damals gekostet. Bedeutet, das, was wir vorne gesehen haben, dieser Spritzbeton, das hat quasi schon das gesamte Budget aufgefressen. Also damals gab auch schon BER oder Stuttgart 21, you name it. Von daher, das ist also nicht neu, dass man sich verkalkuliert hat. Ich lese weiter. Dieser Schutzbau ist, wie gesagt, für zivile als auch für militärische Funktionen vorgesehen gewesen und wurde so auch genutzt. Also er hat tatsächlich im Zweiten Weltkrieg den Menschen aus dieser Stadt Schutz geboten und die Flakartillerie, die in der Nähe war, die wurde von dort aus geleitet. Ist also eine Flakleitstellenbunker, so könnte man das sagen. Und der Krieg gegen die Alliierten wurde auch aus diesem Bunker geführt.
Er wurde von der Organisation Todt im Jahre 1939 gebaut, also relativ früh am Kriegesanfang direkt, weil man schon wusste, dass es alliierte Bomberangriffe gab. Deswegen brauchte man die Flakverteidigung für diese Stadt. Dieser Stollen diente als Kommandobunker für verschiedene Stabsstellen und beherbergte einen Flak-Sender, der die umliegenden Flak-Stellungen mit Informationen versorgte. Also wie gesagt, Flak-Leitstand. Ende 1943 bestand eine lokale Gruppe darauf, dass ein Schutzraum für die umliegenden Anwohner errichtet wird. Der Stollen wurde von zwei Seiten in den Berg getrieben. Wie gesagt, da sind wir reingegangen und am Ende gab es ja diesen Pfropfen, das war damals der andere Eingang. Also so ein Schutzbauwerk, zivil, aber auch militärisch muss immer auch einen Notausgang bzw. einen zweiten Eingang bzw. Ausgang geben. Am Ende des Zweiten Weltkrieges wurde der komplette Stollen von der Wehrmacht geräumt. Die einrückenden Truppen durchsuchten dieses Bauwerk und sprengten dabei einen Tresor, den wir gleich noch sehen. Das wollte ich eigentlich nicht verraten, aber passte gerade ganz gut hier rein. Nach dem Krieg wurden die Eingänge zum Stollen gesprengt. Bis in die 1970er Jahre blieb alles von diesem Bauwerk im Verborgenen. Während der Zeit des Kalten Krieges wurde das Bauwerk jedoch wieder geöffnet, da Großstädte dafür sorgen mussten, dass für die Stadtverwaltung ein Ausweichquartier geschaffen werden musste. Heute ist das Bauwerk leider kein Museum und auch hier hatten wir wieder die einmalige Gelegenheit, in das Bauwerk reinzuschauen. Dankeschön an diesen edlen Spender, dass wir die Möglichkeit haben. Und ich werde mich gleich nochmal zurückmelden, aber erstmal schauen wir noch ein bisschen das Video. Also bis gleich. Oh, schaut mal hier dieses Gefäß. Interessant, oder? Das ist das Holz nach so vielen Jahren und das ist ja ziemlich nass hier drin, noch vorhanden ist. Schon bemerkenswert. Keine Ahnung, was das ist. Hier, das sind Klammern von den von Gürteln und so weiter. Oder von den Manschetten für die Gasmaske. Schaut mal hier. Das ist wirklich krass, Leute. Das ist wirklich krass. Oder hier. Boah. Also, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich bin sprachlos. Ich bin wirklich, wirklich sprachlos. Das originale Leder sogar noch. Also diese Geschichte, die Becky gerade erzählt hat, die hat er sich nicht ausgedacht oder so, sondern die haben wir gerade über einen Zeitungsbericht recherchiert. Und Oliver hatte sie gerade ein bisschen falsch interpretiert. Becky hat sich nochmal die Zeit genommen, das konkret zu lesen. Und dabei ist halt die Story so rausgekommen, wie er sie gerade erzählt. Das ist nicht meine Meinung, das ist auch nicht meine Information, sondern wir haben euch quasi gerade Informationen aus einem Zeitungsbericht wiedergegeben. Und ob das stimmt, das kann ich nicht verifizieren. Deswegen nehmt es bitte, dass es Informationen aus einem Zeitungsbericht ist. Eine ähnliche Anlage gesehen, die musste ich leider runternehmen, von YouTube. Da war ich in Nürnberg in einem Bunker drin. Da wurde auch drin gekämpft, da gibt es aber nur so 3-4 Einschüsse. Und auch eine Story, dass sich der Typ in den Kopf geschossen hat, als die immer näher kamen. Aber hier, das ist doch mal eine andere Nummer. Also hier fühlt sich doch
gesamte Raum beleuchtet. Ihr seht das richtig, es ist richtig hell in hier. Häufig war das ja so, dass irgendwas Wichtiges in diesen Räumen war, damit im Falle eines Stromausfalls erstmal noch weiter orientiert werden konnte. Und schaut mal hier, das könnte eventuell ein Hinweis auf die Nutzung von diesem Raum sein. Das sind höchstwahrscheinlich Stromkabel, weil die Isolatoren ziemlich groß sind. Und es könnte sein, dass hier der Generator oder ja doch, dass hier der Generator drin war. Wobei häufig war es so, dass irgendwelche Fundamente auf dem Boden waren. Nochmal der Blick zurück. Das ist wirklich bemerkenswert. Ja. Alte Farbdosen. Und diese Flaschen habe ich mal in Linz und in Duisburg, in Gelsenkirchen gefunden. Genau diese Flaschen. Und jetzt finde ich die hier wieder. Das ist wahrscheinlich Beton oder so. Beton sagt Walter. Toiletten. Stimmt, ich habe noch gar keine Toiletten gesehen. Das sind die ersten Toiletten, die ich jetzt sehe. Eine Lampe wahrscheinlich. Asbest. Häufig war es so, dass man sich hier irgendwas eingeritzt hat. Und schaut mal hier in der Garderobe, wenn man auf Toilette gegangen ist. Alter. Und wenn ihr euch einfach nur vorstellt, dass da jemand von der Wehrmacht seine Jacke aufgehangen hat und dann auf Toilette. Das ist unglaublich. Führer der Fahrdienste, Melden und Kraftfahrer, Leitfunkstelle. Alter Schwede. Das ist wirklich unvorstellbar. Funkstelle zu den Abschnitten. Ich bin so glücklich, dass wir das hier für euch dokumentieren können, Leute. Also, die Anlage wurde wie gesagt, nach dem Krieg gesprengt, wenn man den Glauben schenken darf. Und die Anlage war danach jahrelang. Alter, hier wurde gekämpft. Hier wurde gekämpft. Hier noch einer. Zwei Stück. Wer weiß, ob hier jemand gestorben ist. Alter. Leute, Ehrfurcht. Ich habe wirklich Ehrfurcht vor dieser Anlage. Gemacht worden zu sein. Vielleicht sind es aber doch Telekommunikationskabel. Das werden vielleicht doch, weil das sind die Stromkabel, das wird doch Telekommunikation gewesen sein. Boah, ja, das ist einfach riesig. Sogar noch die Flüssigkeit drin. Hier ist dieser Kalk, wovon Mackie gerade erzählt hat, eine komplette Dose oder Dosiseinheit. Und hier nochmal. Mega krass. So heftig, ey. Fertig? Also es wird für Telekommunikation gewesen sein. Ja, ist ja auch Leitstelle, ne? Ja, dann ist das hier Telekommunikation. Leitstelle zu den Abschnitten. Ja.
Hier wird irgendein Aggregat gestartet. Ja. Hast du eben schon gesehen, dass da oben die Lüfter schon vorbei ist? Schaut euch das an, Leute. Hier ist so eine Kappe dafür. Habe ich, glaube ich, noch nie in einem Bunker vorgefunden. Genau, hier wird Stromaggregat gewesen sein. Da die Lüftung nach draußen, wahrscheinlich Benzinzufuhr. Also es muss ja einmal Frischluft angesaugt werden. Der sollte hier nicht die Luft vom Bunker verbrauchen. Und dann natürlich nach draußen, plus dann halt Treibstoff. Dafür werden die Leitungen wahrscheinlich gewesen sein. Die elektrischen Apparaturen hat man demontiert und hier war aber leider nicht so zimperlich und hat die alle kaputt gemacht. Hier, da waren die Sicherungen drin, so ungefähr. Lösen von Plombenverschlüssen ist verboten. Ja, wie heute. Also hier war auf jeden Fall das Aggregat drin. Hier dürfte es wahrscheinlich in Richtung Ausgang gehen. Das ist eine Gasschutzschleuse und alles schon korrodiert. Hier ist wahrscheinlich ein Überdruckventil drin gewesen. Und nochmal der Blick zurück. Das ist wahrscheinlich dieser Kalk, von dem er erzählt hat. Gasmaskenfilter. Boah, das ist noch zu gut. Hier ist die hier das Überdruckventil. Und überall diese riesigen Isolatoren habe ich noch nie gesehen. Also jedenfalls nicht in diesen Ausmaßen. Aber das ist Strom. Jetzt wieder. Das ist jetzt wieder Strom. Und schaut mal hier. Boah. Alter, da geht's noch weiter da oben. Da geht's einfach noch weiter. Schaut euch das an. Schaut mal Leute, hier ist das Entgiftungsmittel noch drin. Das ist jetzt mittlerweile richtig hart. Aber es liegt ja alles noch da. Und hier könnte eventuell Kalk sein, weil es halt weich ist. Chlorkalk. Und mit sowas hat man dann die Leichen abgedeckt. Guck mal hier, da hat sich eine richtige Blase gebildet. Ja. Siehst du das? Ist durchsichtig, siehst du? Da ist die Flüssigkeit drin, das Wasser. Glibber. Ja, das ist hier Aluminium, ne? Mhm. Nicht ganz ungiftig, ne? Aluminium. Also ich das ist irgendwas hier unbedingt anführen. Wie es hier läuft, das ja. Müll oder der Teer raus, das ist natürlich behandelt, konserviert. Boah. Jetzt nach fast 80 Jahren, ne? Mhm. Oder über 80 Jahre. Das ist ja nicht 1945 hier reingekommen, das ist ja früher entstanden. Ja, und hier gehen wir wieder in den Bereich des, der Nachkriegsnutzung. Es gab keine Nachkriegsnutzung. Ja, aber der Beton ist doch auch nicht der Zivilbereich hier. Das ist doch. Ich weiß nicht, warum das so war. Ich glaube, das war halt so zugesprengt, dass die neue Zugänge gegraben. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ach so. Warum weil das hier so rudimentär ist und warum die halt ja hier Spitzbeton dran machen. Vielleicht damit sie hier sicher rein konnten. Ja, aber das ist hier dürfen wir nicht so laut sein, denn hier sind wir gleich an der Außentür. Aha. Aber das ist natürlich eine alte Tür hier, ne? Und die ist im Original? Ja. Weißt du, daran siehst du, dass es keine Nachkriegsnutzung gab. Stimmt. Weil es ist einfach eine Luftschutztür aus dem Zweiten Weltkrieg. Das ist ein Schiff. Boah, ich habe gedacht, das sah aus wie ein Karabiner, der Lauf. So, hier nochmal die Tür. Fuss. Ui.
Hier sind ja diese Hebel dran. Genau. Zum Zumachen, da ist das Guckloch. Ja. Ganz normal Luftschutz. Keine Schaden. Du hast recht. Leute, ich muss mich korrigieren. Ich hätte gedacht, das hier wäre der Umbau zum Atomschutzbunker. Es könnte aber, also es ist alles jetzt nur Vermutung, dass man, weil die Anlage war ja gesprengt, man wollte sich Zutritt verschaffen und damit der Bereich nicht einstürzt, hat man den rudimentär mit... Vielleicht war das der versprengte Bereich, dass der teilweise eingestürzt war und deswegen hat man den die Verbunkerung ab, weißt du? Ja, ja, genau, dass man... Weil die Amis haben die Zugänge gesprengt. Mhm. Vielleicht haben die das Ganze hier kaputt gerissen und der wurde neu reingebuddelt. Im Prinzip, dass man wieder reinkam. Ich weiß nicht, auch nur eine Vermutung. Ne? Ja, das glaube ich auch. Und hier, ab hier ist wieder alles heile gewesen. Ja. So. Und jetzt? Weißt du mal hier, eine Holztüre war das gewesen. Das ist nichts, also das gab keine Nachnutzung. Ja. Eine Nachnutzung im Kalten Krieg mit einer Holztüre. Nee, wenn dann hat man hier aufgehört. So, er meine, denke. Dass man hier bis hierhin gearbeitet hat und dann hier gesagt hat, brauchen wir doch nicht. Weil es gibt einige Bunker, es gibt einige Weltkriegsbunker, die mit Elefantenbeton ausgegossen wurden. Ja, ja, klar. Ja, ja. Ja. Wirklich. Ja, mal gucken, vielleicht kriegen wir es ja noch raus. Ja, meine lieben Freunde. Also wir haben da ganz schön versucht, rumzudoktern und herauszufinden, warum es diesen Spritzbeton oder manche sagen auch Elefantenbeton gibt und warum dann auf einmal wieder Wehrmachtsbeton zu sehen ist. Also ich glaube, nach dem, was ich jetzt recherchiert habe, es ist tatsächlich so, wie ich gerade schon erwähnt habe, es gab eine geplante Nachnutzung, nämlich für den Kalten Krieg. Der Bunker sollte umgebaut werden und es gab halt Bereiche, die wurden schon mit diesem Spritzbeton ausgestattet und es gab Bereiche, die noch nicht ausgestattet sind. Zum Glück sind nicht alle Bereiche ausgestattet, weil sonst hätten wir nicht die Möglichkeit, heute so ein wunderschönes, erhaltenes Bauwerk zu sehen. Und einmal melde ich mich gleich nochmal ganz kurz zum Abschluss zurück, weil ich habe noch eine ganz krasse Story für euch. So Leute, jetzt zeige ich euch nochmal was richtig Krasses. Also hier Funkstelle zu den Abschnitten. Befehlsraum, Verbindungsführer, Kommandant, Kommandostab, Lotsendienst hieß das gerade. Also tatsächlich. Und Nachrichtendienst. Schaut mal hier. Hier bei der Nachrichtendienst. Nochmal Nachrichtendienst. Fernschreiber. Da kommt noch das Kabel raus. Und nochmal Nachrichtendienst. Also der Krieg kam ja nach Deutschland zurück. Und das war sicherlich eine der letzten Bastionen, die gekämpft haben. Es ist einfach unvorstellbar, was hier noch an Relikten rumliegt. Und ich bin froh, dass ich euch das dokumentieren kann. Also ich gehe ganz stark davon aus, dass die Flaschen, alles was wir hier sehen, aus der damaligen Zeit ist. Hier auch wieder eine Flasche. Und das sind wahrscheinlich genau diese Räume, wo dann hier einer saß und die Informationen und Befehle entgegengenommen hat. Und dann weitergegeben hat. Boah. Wie viel Angst die Leute damals hatten mussten. Oder haben mussten. Und überall Keramik. Keramik. Ja, Fall, da hast du auf jeden Fall was verpasst. Heftig. Da ist was. Und auch hier. Die Decke wieder komplett fluoreszierend. Hier sind die Serverschächte.
Straße, Nachrichtendienst. Zum Befehlsraum. Leute, diese Anlage gibt es kein zweites Mal in Deutschland. Hier kommen wir her. Alter, eine komplette Flasche. Man hat viel getrunken damals, um sich auch abzulenken. Sogar noch das Leder von der. Und irgendwo sollen auch noch Zeitungen sein. Mal gucken, ob ich die selber finde. Oder ob wir den Olli gleich fragen müssen. Alter. Hier wurden Türen regelrecht aufgerissen. Und hier gibt es einen alten Tresor. Den hat man aufgesprengt, Leute. Schaut mal. Weißt du, was hier noch in diesem Tresor drin war? Oh, richtig aufgerissen. Natürlich hat man auch dahinter geguckt. Sah aus wie ein Schlüssel. Nochmal den Blick zurück. Hier hat man richtig. Vielleicht hat man hier sogar eine Explosion durchgeführt. Boah, das könnte von einem MG gewesen sein. Da muss ich gleich mal einen Mackie fragen. Wisst ihr was? Aber hier ist nichts. Gasmaske. Also hier könnte es eventuell. Alter, hier sind sie. Da sind sie. Becky? Ja. Hast du. Komm mal her. Schau mal hier, letzter Dienstgrad, Unteroffizier Frontke. Nee, was ist das hier von der Munition? Nee, von der, oder ist das Toilettenrolle? Was? Das Ding da. Könnte das MG Munitionshalter sein? Nee, nicht jetzt. Nee. Ist zu schwer, oder? Also das weiß ich nicht, aber Klorolle meine ich auch. Bisschen sehr schön. Kann ich nicht drücken. Weißt du, es gab eine Explosion, ne? Die wollten den sprengen, ne? Die Franzosen wollten wissen, was da drin ist, ja. Hier in dem Raum. Und dann haben die Franzosen das halt gesprengt und die Sprenglage war ein bisschen natürlich überdimensioniert. Da hat man sich französisch verrechnet, wie man das so oft macht. Und dann hat er einfach hier die halbe Wand mit rausgerucken. Ja, ist natürlich auch Ziegel, die hält nicht so viel statt, ne? Aber kleiner Raum, also ja. Der Druck muss ja irgendwo hin. Aha. Also egal, welche Sprengung du machst. Aber man hat es dann nicht durch die Sprengung geöffnet, oder? Ist es durch die Sprengung geöffnet? Das ist durch die Sprengung, ja. Ah, okay. So Schneidladung oder was hat man da eingesetzt? Weiß ich nicht. Ist das eine Sprengschnur da unten? Nein, nee, ne? Das ist ein Kabelscheiß. Okay, krass. Und hier, guck mal, noch Patronen von der Pistole. Was? Hier, von der Pistole ist das doch, ne? Hier. Ja, die haben ja gerade hingelegt, Pistole und Gewehr, aber das ist Nachkrieg, weil da vorne liegt auch jede Menge Patronen, hast du die gesehen? Ja, ja. Das ist aber alles Nachkrieg. Okay, aber die Zeitung hier nicht? Nee, das ist keine Zeitung, das ist eine Verwundungsblätter. Ach so. Lesbar, Dienstgrad, Frontkämpfer, Verwundung. Ja, sogar noch ein und Knochen, aber von Kleintier. Warte, schaut mal hier. Das ist wirklich krass. Das ist wirklich, wirklich krass. Hier ist sogar noch ein Stempel drauf. Stempel auch hier drauf. Für den nächsten. Legen wir auch da drauf.
Nee, jetzt richtig gebremst. Die meisten Leute machen sich nicht die Mühe, den Boden zu sondieren und finden dann nicht solche wunderschönen Sachen. Und manchmal, ihr wisst selber, findet man noch ganz andere Sachen. Schreibstube gewesen zu sein. Und noch mehr Film. Und noch mehr Film. Keine Ahnung, was das bedeutet. Schaut mal hier. Der Deckel von Notizevis. Also immer gucken auf den Boden, Leute. Immer gucken. Lotsen, Eintritt verboten. Boah, hier hat das richtig gescheppert. Ich glaube, hier war was schon, ne? Ja. Ich glaube, ich bin drin. Wir haben alles durchgegangen. Wir sind auf der Seite. Das ist einfach so geil. Das freut mich. Heute sind wir jetzt tatsächlich einmal durch. Ich werde jetzt hier nochmal einen Durchlauf für TikTok und Instagram. Also wirklich, schreibt es mal in die Kommentare, wie euch dieses Bauwerk gefallen hat. Also eines der besten Bauwerke, die ich jemals in meinem Leben besucht habe. Und das Krasse ist, ich habe das in letzter Zeit sehr häufig gesagt, aber das ist ja nochmal eine ganz andere Nummer. Wir waren jetzt viel in Frankreich, da haben wir halt viel Frankreich-Stuff gesehen. Jetzt sind wir in Deutschland und dieser Bunker. Ich wusste nicht, dass es sowas noch, dass sowas noch existiert. Das ist wirklich eine bemerkenswerte Geschichte. Wir haben hier gerade noch einige Einschüsse entdeckt. Und es gibt tatsächlich noch einige Einschussbereiche, wo das Projektil drin steckt. Hier, seht ihr das? Da. Rostet schon langsam vor sich hin, auch hier. Jetzt haltet euch fest, wir haben gerade mal geschaut. Mal gucken, ob ich sie wiederfinde. Hier ist das Projektil. Aber nicht nur das. Hier ist eins. Hier ist eins. Hier ist eins. Hier ist eins. Das kann man sogar hochheben. Das sind richtig schwer. Und hier sind ganz viele. Also die ganzen Treffer, die hier rein sind, findet man tatsächlich auch auf dem Boden. Also man hat von dort aus richtige Kampfgaben abgegeben. Boah. So, meine lieben Freunde, also ihr seht es in meinem Gesicht. Ich sehe leicht glücklich aus. Ich bin sogar sehr glücklich. Mackie kann sein Glück gar nicht fassen. Der ist richtig ultra happy. Er ist richtig ultra happy. Also Anlage ist mega gut. Danke an den edlen Spender. Danke, dass ihr Bescheid gegeben habt, dass wir die Chance hatten, hier hinzukommen. Also wir packen gerade unsere Sachen zusammen und dann sammeln wir uns draußen und dann geht's zurück nach Hause höchstwahrscheinlich.
Möchtest du den Leuten noch mal ein bisschen was sagen? Ja, absolut geile Anlage. Einmalig in Deutschland. Ich komme in viele Anlagen tatsächlich rein und kann diese natürlich dokumentieren, um der Nachwelt in diesem Zustand zu erhalten. Aber das Ding, also dass hier sowas ist, also ich wusste, dass hier was ist, aber auch nicht im Detail, was hier ist, dass das so groß ist, so gut erhalten. Null Vandalismus, also alles im Original, eine Zeitkapsel. Es ist, diese ganze Anlage ist einfach als großes Artefakt anzusehen und das ist auf jeden Fall ein Privileg, hier mal durchgehen zu dürfen, um das Ganze ja dokumentarisch festzuhalten in Bild und Ton, dass ihr euch das auch mal angucken müsst, weil es wird wahrscheinlich jetzt demnächst wieder zu sein und dann gibt es keine Möglichkeit mehr. So, und das war eine richtig geile Bro-Tour, das hat richtig, richtig Bock gemacht, also vielen Dank dafür, dass wir uns die Anlage hier heute angucken durften. Gern geschehen, gern geschehen. Ich habe, wie gesagt, auch der Person zu danken. Und dem gibt es eigentlich gar nichts hinzuzufügen. Für mich war es auch eine der besten Anlagen, die ich jemals gesehen habe. Die schiere Größe, die Geschichte dahinter, dass man nicht genau weiß, wurde sie jetzt nochmal in der Nachkriegszeit genutzt, ja oder nein. Sie wurde 1979 nochmal wiederentdeckt. Davor wurde sie quasi von den Alliierten gesprengt. Man hat hier noch zwei Leichen gefunden. Das ist eigentlich unvorstellbar, die ganze Story. Also von daher, ich hoffe, dass es euch auch ein wenig gefallen hat. Wir sind jetzt raus. Wir begeben uns jetzt so langsam auf den Heimweg. Und in diesem Sinne, ciao, goodbye, arrivederci. Und lasst ein Abo da und vor allem kommentiert einmal bitte. In diesem Sinne, tschüss, tschüss, ade. Ja, meine lieben Freunde, ich mache den Sack noch mal ganz kurz zu. Ich habe noch ein paar Informationen rausgefunden, die ich euch natürlich nicht vorenthalten möchte. Bei der ersten Inspektion des Stollens durch Mitarbeiter einer zivilen Schutzorganisation stießen sie auf einen erschreckenden Fund. Hinter den durchschossenen Türen entdecken sie einen unbestimmten Haufen, der sich bei näherer Untersuchung als zwei mit Chlorkalk bedeckte Leichen herausstellte. Die Hundemarken identifizierten sie als Mitglieder der Wehrmacht. Es gab schon lange Gerüchte, dass in diesem Stollen Menschen von französischen Truppen hingerichtet worden sein könnten. Erst im Jahr 2015 äußerte sich ein Zeitzeuge, der bei der Entdeckung anwesend war, erstmals öffentlich dazu. Nach so langer Zeit fühlte er sich nicht mehr an sein Schweigegebot seines Vorgesetzten gebunden. Ihr müsst euch das einmal vorstellen. Die Stadt wurde irgendwann genommen von den Alliierten. Dann gab es marokkanische Truppen, die unter französischer Leitung gekämpft haben. Die haben, ich zitiere nur, ich habe das nicht selber mir ausgedacht oder so, deswegen auf die Richtigkeit kann ich keinen Einfluss nehmen. Ich zitiere nur den Zeitungsartikel. Wurden sie von zwei marokkanischen Soldaten, die unter französischer Flagge gekämpft haben, exekutiert in dem Bunker und wurden einfach nur mit Chlorkalk überdeckt. Man hatte sie ihnen sogar die Hundemarken zur Identifikation gelassen und dann im Jahre 1945 hatte man die Zugänge zu diesem Bauwerk gesprengt und erst 1979 hat man diesen Bunker wieder geöffnet und dabei die beiden Leichen oder was auch immer davon übergeblieben ist, wiedergefunden. Und erst dann konnte man die Identifizierung durchführen und den Angehörigen den Zustand mitteilen. Das ist eine Story, die seinesgleichen sucht. Also unvorstellbar. Und ja, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich hoffe trotzdem, trotz der traurigen Geschichte am Ende, dass euch das Video gefallen hat. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Abo da. Kommentiert fleißig, schaut auch gerne meine anderen Videos, guckt vor allem auch mal bei Mackie Auftrag Geschichte rein. Und in diesem Sinne, ich wünsche euch einen wunderschönen Abend und bis zum nächsten Mal. Euer Random Life.